Can't take it back, no. I'm got so much left to say, but I'll take the words and walk away. Okay, wir haben jetzt die Hälfte geschafft, das heißt, ich kann jetzt schnell rausgehen. Ja, ich bin auf dem Weg jetzt nach Hause, das müsste reichen zeitlich. Knapp. Knapp, aber es müsste reichen, bis um 2 Uhr morgens. Ich weiß nicht, wie lange man überhaupt wach sein darf. Ich glaube, bis 2 Uhr morgens oder so. Irgend so ähnlich. Okay, jetzt aber schnell, 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 schnell. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich habe noch 40 Minuten und da muss ich drin im Bett liegen. Das heißt, nichts mehr machen, bevor ich zu Hause bin. Keine Pflanzen mehr angucken, gar nichts. Sonst reicht's dann nicht. Komm, 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 komm. Alter, noch 30 Minuten. Der Countdown läuft, Leute. Der Countdown läuft. Uiuiui. 20 Minuten, nicht 20 Sekunden, Alter. 20 Sekunden, shit. Ich sagte ja, das reicht noch. Hoffentlich. Wird doch noch knapper. Wird knapp, wird knapp, wird knapp, wird knapp. Und. Mann! Nein, oder? Ich habe jetzt gar nicht fragen können, deswegen. Ist das das Einzige, was dabei passiert? Oder ist sonst noch was passiert? Iron Bar. Direkt nochmal Iron reintun. Bomb! LOL! Warte kurz, ich gehe. Ach, warte kurz. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich tue jetzt einfach mal alles rein. Und dann gehe ich erstmal gießen. Hoffe, es ist jetzt nichts passiert. Kann ich wirklich nur hoffen. Aber wenn es, haben die geschlossene. Hoffe, es ist jetzt nichts passiert, Mann. Ich werde es jetzt gerade erfahren. Es ist, glaube ich, wirklich nichts passiert. In der Mine. Ich hoffe, da hat es jetzt nicht auch die Abzug gegeben. Das wäre so schade. Wieder ganz viel von denen. Das ist natürlich sehr schön. Ach so, die verdören wahrscheinlich mit der Zeit einfach, ne? Und das ist jetzt beispielsweise bei dem da passiert. So. Jetzt noch kurz gießen. La, 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 la. Na 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 na. Sehr schön. So muss das doch. Bisher sieht es mustertechnisch gar nicht mal schlecht aus. Ich glaube, das Muster merke ich mir, was ich jetzt angehe mit dem Gießen. Das könnte echt sehr gut sein, dass ich nicht unnötig Energie verschwende. Stimmt, ich habe ja generell... Egal, ich esse einfach das. Nein, ich will das nicht essen. Das ist für eine Collection gut. Ich brauche das für eine Collection, aber... Stimmt, weil ich ja nicht raggen konnte über Nacht. Bin ich ja jetzt so low. Alter, das hat sie überhaupt nicht gebracht, was ich gemacht habe mit dem Spa. Das war so dumm eigentlich. So, aber das kann ich jetzt kurz kollektieren. Das müsste irgendwo reingehen können. In irgendeine Collection. Was ist das hier? Animal, Fall Crops, Summer Crops, Quality Crops, okay. Spring Crops. Hä? Fall, Summer, Spring. Aber hat sie kein, Winter Crops? Ach doch, hier. Hier, genau das. Wusste doch irgendwas war da.
Das bedeutet, die findet man im Winter dann auch. Alter, die sind ja mega geil. Krass. Die sind ja viel zu krass. Lol. So, muss jetzt sowieso hoch ins Spa gehen, weil sonst, ne? Ja, dann wird's heute mit der Minentour auf jeden Fall nichts mehr. Und ich habe auch nicht mit der Helly und Lea gesprochen gestern. Hat das irgendwas Abzug gegeben? Bei Helly nicht und bei Lea auch nicht groß. War kurz, oder? Nee, sie ist immer noch vor Pierre. Gut. Das ist ja eh keine Energie kostet hier. Ich werde kurz hier noch ein bisschen Dings farmen. Für Vogelscheuchen dann später brauche ich das auf jeden Fall. So. Gut. Dann wird jetzt auch schon mal geräumt da. Und jetzt kurz das kollektieren. Lalalala. Dann werde ich nachher schon ein bisschen weiter, nehme ich. Die Kollektionen sind wichtig, dass man da immer ein bisschen vorwärts macht, so weit als möglich. Kann ich sonst noch irgendwas eigentlich theoretisch machen, wo ich noch irgendwas zu Hause habe? Ja, ich weiß was. Ich kann diese Kollektion bereits fertig machen mit denen hier. Und zwar muss ich einfach das, was ich hier dran getan habe, auch an die anderen Bäume machen. Dann könnte ich diese Dings hier fertig machen, könnte bereits den Bus fertig, den Bus fertig machen. Tatsächlich, krass. Dann hier kann ich momentan nichts machen, außer ich kriege was gedroppt. Hier muss ich noch warten, bis ich genug Hardwood habe, dann könnte ich das eigentlich machen. Construction Bundle. Und das hier habe ich vergeigt. Das hätte ich im Dings machen müssen im Frühling. Das kann ich auch in diesem Frühling wieder machen. So, das kann ich auch erst im Winter weitermachen. Es sei denn, ich kriege was gedroppt. Gut, dann angeln könnte ich eigentlich heute noch. Das wäre eine gute... Ups, das war nicht Absicht. Das wäre eine gute Idee, tatsächlich. Da muss ich ja auch auf jeden Fall noch einiges machen, damit ich diese Collection endlich fertig habe. Weil, ja, das Community Center sieht momentan echt kacke aus. Normalerweise wird man auch nicht im ersten Jahr fertig damit. Also das ist eher zweifelhaft, vor allem nicht, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Deswegen ist das auch gar nicht schlecht, was hier abgeht. Ich glaube, wir sind gar nicht mal schlecht dabei. Hier haben wir eine Grape, die nehme ich natürlich ganz gerne mit. Da freue ich mich natürlich. So, und dann natürlich schnell ins Spa hinein. Damit wir nachher noch fertig gießen können und dann auch direkt angeln. Ich hätte vielleicht fast noch warten müssen mit dem ins Spa gehen, damit ich unterwegs oder damit ich mehr Energie im Prinzip tanken kann und dann auch länger angeln kann. Weiß nicht, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber egal. Aber ich glaube, angeln wäre nicht schlecht, wenn ich das mal ein bisschen mache. Boah, mein Rücken, Alter. Mit dem ganzen Sitzen kriege ich ja noch Rückenschmerzen. Mögt ihr das eigentlich lange zu sitzen? Ich überhaupt nicht. Ich kann das nicht lange sitzen. Ich kann aber auch nicht lange stehen. Ich bin da mega komisch in dieser Hinsicht. Deswegen mache ich im Prinzip den perfekten Beruf als Laborant. Da muss man nämlich beides. Und zwar wirklich schön abwechslungsweise. Man hat dann einfach irgendwie immer was zu tun. Auf beide Seiten. Das heißt, man kann immer da, wenn ich beispielsweise nicht mehr stehen kann, kann ich Protokolle schreiben. Und wenn ich nicht mehr sitzen kann, kann ich irgendein Experiment durchführen. Natürlich muss man das auch irgendwie zeitliche Absprache geregelt haben. Natürlich kann man nicht irgendwie während einer Destillation oder sowas sagen, ich gehe jetzt Protokolle schreiben, anstatt dass man dann die Entdeckungen oder die Beobachtungen notiert, wie man es halt muss bei einer Destillation. Destillationen sind generell sehr heikle Sachen. Das war die Box gerade unten. Ich bin gar noch nicht fertig, Alter. Warte doch noch. So, und jetzt bin ich fertig. Zack. Ab nach Haus. Und zwar jetzt schnell, damit ich wirklich noch alles gießen kann. Sonst wird es dann zeitlich sehr knapp wieder. Und ich will ja, falls möglich, wirklich alles gießen und angeln noch. Das auf jeden Fall. Das wäre nicht schlecht. Das mache ich jetzt wieder. So. So. Gut. Ab nach unten und weitermachen. Wir haben noch einiges zu tun, bis endlich die Crops ready sind zum Ernten. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig.
ist das hier eigentlich? Ich glaube, das ist der große Stall, den man wieder aufbauen kann, ne? Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also denk mich nicht daran auf, wenn es jetzt falsch ist. Aber es könnte ganz gut sein. So. Nein, was habe ich für eine Scheiße gemacht? Ach man. Das hätte mir noch. Na gut, das hätte mir eine einzige Dings tun können, aber trotzdem. Wenn das eine nicht wert ist, den Rest gar nicht wert. Och man, das war jetzt echt mega dumm von mir. Naja, was soll's. Jetzt mal hier den ganzen Rest gießen. Da habe ich noch ein Paradies hingesetzt. Stimmt. Ich weiß nicht, das fehlt jetzt so. Guck mal, hier ist noch eines. Wo ich das auslasse. Schön alles immer gegossen werden. Das ist natürlich die höchste Priorität von allem natürlich. Stets immer alles gegossen haben. Sonst komme ich hier nicht weiter. Wir wollen natürlich den krassesten Ertrag seither in diesem Spiel haben. Mehrere 10.000 von den Golddingern einnehmen mit dem ganzen Ernteertrag hier. Das ist schon ziemlich heftig. So, das wird schon mal gemacht, das erste Feld. Dann kommen wir zum zweiten Feld. Das wird noch knapp mit der Energie vom Angeln. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber ich komme jetzt auf jeden Fall auch besser hiermit zurecht, mit diesem ganzen Gieß-System. So. Upsala. Kurz hier, zack. Und weiter gießen. Am Ende dieser Woche dürfte der Sommer vorbei sein, ne? Glaube ich. So. Hab mich jetzt halt einiges an zeitlicher Aufwendigkeit gekostet, dass ich hoch ins Spa musste bereits so früh. Das ist natürlich ein bisschen doof. Weil ich halt nicht richtig schlafen konnte. Ganz klar. Heute werde ich wieder richtig schlafen können, richtig ausschlafen in diesem Spiel. Das ist natürlich ganz nötig. Was ist denn hier hinten passiert? War da eine Krähe drauf? Wenn ja, dann bin ich sehr enttäuscht von diesen Vogelscheuche. Ich habe da ja extra eine Vogelscheuche hingepflanzt. Die dürfte da nicht in diese Krähe. Immer noch keine erschrocken. Ja. Ich glaube nicht, dass da wirklich eine Krähe war. Oder war da irgendwas anderes? Ach, ich glaube, ich habe ja da Dings Weizen geerntet, ne? Und allem Anschein nach, dadurch, dass es vom Sprengler nicht bewässert wurde wie der Rest da, ist es logischerweise weggefallen. Ganz klar. Kann ich auch verstehen. So. Wir haben das jetzt dann durch. Energietechnisch natürlich, ja. Geht so, also viel angeln können wir da auch nicht mehr. Aber es ist auch schon bald wieder Abend, das heißt, wir verbringen halt momentan unsere Tage wirklich großteils hier mit dem Gießen. Wir brauchen mehr Sprenkelanlagen, das ist ganz klar. Das würde uns so viel Zeit entnehmen. Oder wieder hergeben, nicht entnehmen. Entnehmen wäre ja genau das, was wir nicht wollten. So. Och nee. Doch nicht jetzt. Aber hier sieht es doch echt schon mal richtig wie auf einem Bauernhof aus. Also ich bin echt zufrieden, wie es momentan aussieht. Da kann ich mich gerade echt nicht beklagen. Und dann direkt Wasser nachschenken. La 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 la. Und weitermachen. Wie gesagt, wir haben ja noch einiges zu tun. Oh Mann. Das war jetzt nicht so geplant, aber egal. Egal. So.
Oh, guck mal, die Energie ist jetzt echt mega down. Ich muss wirklich noch mal ins Spa gehen oder was? Essen? Hehehe. Nice. Gott sei Dank hatte ich diese Grape. Da kann ich doch noch was angeln. Bisschen was. Könnt ihr jetzt eigentlich auch mal mein Geld wirklich dazu investieren, Essen zu kaufen? Ich glaube, technisch gesehen gar nicht mehr so dumm, ne? Gut, als erstes nochmal ein bisschen hier von... Ne, war kurz. Jetzt erstmal von dem Kupfer rein. Wo habe ich Kupfer? Kupfer, 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 Kupfer. Ja, Kupfer. Sehr schön. Vielleicht upgrade ich sowieso mal meine meine Gießkanne bald mal wieder. Auch nicht schlecht, ne? So, und jetzt... Ah, was mache ich eigentlich? Das Wichtigste ja noch nicht mal dabei. So. Die beiden Sachen mal weg. Dann nehme ich noch eine Muschel mit. Ich nehme die Angel mit. Und jetzt kurz gucken, wie viel kostet das? 2 Kupfer und 40 Dings Holz. Dann kann ich das ja eigentlich auch bald mal organisieren versuchen. Aber heute gehe ich wirklich noch angeln. Dann hole ich mir noch ein bisschen Mayonnaise für Lea. Dann kann ich mit den beiden Mädels mal wieder ein bisschen talken. Und hoffen, dass ich da bald mal wieder höher komme, herzenstechnisch. Das wäre ganz cool. So, hier ist das Ei. Sehr schön. Zack. So. Guck mal, ein halbes Herz habe ich jetzt bei ihr. Oder bei ihm. Bei Hühn. So. Habe ich auch die Geschenke mit dabei. Wobei, war kurz, ich drehe das mal so. Genau. Die Geschenke habe ich dabei. Ich habe die Muschel dabei. Ich habe alles. Die Angel natürlich. Darf alles nicht fehlen. Und ich habe jetzt alles momentan dabei. Gut. Fische fangen natürlich eine sehr interessante Angelegenheit. Ich muss mich jetzt aber allerdings beeilen, weil um 8 Uhr ist abends und ab dann kann ich nicht mehr dieselben Fische fangen wie jetzt. Ich würde nämlich gerne jetzt angeln und am Abend gleich auch noch, damit ich möglichst produktiv bin in beider Hinsicht. So, ich bin jetzt gespannt, ob ich bei Helly noch ins Zimmer kann. Das ist die Frage, also noch, ob ich jetzt bei ihr ins Zimmer kann. Weil bei Lea konnte ich ins Haus rein, als ich bei ihr 2 Herzen hatte. Mal gucken. Ja, tatsächlich, ich zähle somit wahrscheinlich jetzt zu ihren näheren Freunden. Krass. Lol. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Thank you, I love presents. Yes? Okay, ich gehe dann halt mal wieder. Ist okay. Gut. Jetzt noch kurz Lea suchen und dann angeln. Ach, ich angle jetzt halt schon. Ach, schade. Ach, ist das angenehm hier. Schön zu angeln. Jetzt ist natürlich die Musik weg. Das freut mich überhaupt nicht. Ich glaube, die kann man essen, ne? Tatsächlich. Nom, nom, nom. Ja, ist jetzt nicht so lecker. Aber egal. Ich gehe woanders an. Hier lohnt es sich, glaube ich, nicht so dolle. Ich gehe wahrscheinlich jetzt mal auf den Pier raus und dann mal gucken. So. Vielleicht ist Lea hier unten, wie bereits erwähnt. Elliot ist auf jeden Fall hier. Dieser komische Dude. Ich mag den überhaupt nicht. Alia ist hier. Sehr schön. Na? Hallo. This morning I accidentally stopped on my back. This is a really nice gift. Thank you. Ich bleib hier so ein bisschen neben dir stehen, ne? Und einmal ein bisschen.